für den Fall der Invasion. Wenn wir das machen, dann richtet sich das niemals gegen die Menschen in Russland. Es richtet sich gegen die russische Führung, die eben gegen Demokratie, gegen Rechtsstaat und gegen die Freiheit agiert. Und da können wir nicht zuschauen, da wollen wir nicht zuschauen. Da stehen wir Seite an Seite mit den Europäerinnen und Europäern, die eben in der Ukraine leben, weil auch sie sind Europäerinnen und Europäer. Und wir lassen es nicht zu, dass der Raum der Freiheit eingeschränkt wird. Wir lassen es auch nicht zu, dass Märchenerzählungen den Verhandlungsraum bestimmen darüber, dass irgendjemand aus dem politischen Westen beispielsweise Russland bedrohen würde. Das ist einfach nicht der Fall. Das sind Fake News, das sind Falschinformationen. Der Herr Botschafter hat dieses Thema angesprochen. Ja, es beschäftigt mich auch, was in den vergangenen Stunden, Minuten möglicherweise geschehen ist. Und es beunruhigt mich sehr, was geschehen kann. Aber ich habe besonders im Ohr, was der ukrainische Präsident Zelensky gestern gesagt hat, dass nämlich der größte Feind für die Ukraine Panik wäre. Und deshalb kann ich nur an mich selbst richten, als Note to myself und an alle, lassen wir uns ja nicht in Panik versetzen von außen. Bewahren wir einen kühlen Kopf. Vergessen wir nicht, wie wichtig der Friede ist und dass der Friede Grundlage für so vieles ist. Achten wir genau darauf, was geschieht, und reagieren wir genau und hart, wenn es Aggressionsschritte, weitere Aggressionsschritte, blutige Aggressionsschritte gibt, aber bleiben wir auf dem Weg, dass wir uns nicht in Panik versetzen lassen und uns gegen jede Aggression richten. Danke noch einmal an alle.